Wir sind RWE, ich stehe hier mit dem Dieter. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Sehr wackeliger Anfang. Wieder Unsicherheiten hinten. Obwohl man gesehen hat, mit Götze, es ist besser geworden. Also er strahlt seine Ruhe aus. Also ist auf jeden Fall besser geworden. Der ganze Spielaufbau ist besser geworden. Vorne der Enali, der kam nicht zum Zug. Wird auch nicht eingeschränkt, die Seiten nicht gewechselt. Also vorne ist mehr möglich, sage ich jetzt mal so. Aber hinten, es wird besser. Der Spielerische von hinten nach vorne und die Rückwärtsbewegung vor allen Dingen. Wir haben früher immer die Abwehrfehler gemacht, die Rückwärtsbewegung stimmte nicht. Jetzt stimmt sie, sieht gut aus. Wird besser. Genau, du hast gerade einen Felix Götze angesprochen. Sagst du, das ist der Transfer, den wir nach diesen ersten Spielen brauchten, wo wir ohne Sieg waren? Ist jetzt schwer so zu sagen am ersten, aber ich sag mal ja, der gibt Ruhe, Stabilität. Ne? Ich finde den Wiegelt, heißt der, ne? Wiegelt, der Abwehrspieler, der war auch gut, macht auch seine Sache gut. Und der Heber hat heute seit langem mal wieder ein starkes Spiel gemacht. Ne? Also wenn es passt, dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten haben wir, jetzt guck mal, den Engelmann, eine Chance, die muss er machen. Ansonsten hast du ihn nie gesehen, aber er muss kämpfen. Ne? Das ist so. Du hast vorne nicht viel, ich hätte gerne, kam der noch rein, der Neue, der Stürmer am Ende? Der Wöschläger von Hertha. Genau, kam rein am Ende. Ne? Gut, ja, habe ich nicht mehr viel von gesehen, kann ich nichts zu sagen. Aber im Großen und Ganzen kämpferisch einmalig, Publikum einmalig. Super. Ich denke, da geht es so weiter. Ja, du hast gerade 3 der 4 Neuzugänge angesprochen. Mal deine Meinung zur Leistung von Fandrich, der viele Jahre bei Aue gespielt hat und heute sein erstes Heimspiel im Stadion an der Haftstraße hatte, gegen seinen Ex-Verein. Wie fandest du den Fandrich heute? Also, nicht aufmerksam. Also, ich habe ihn nie gesehen, sozusagen. Gegen Bayreuth, die zweite Halbzeit, wo er reinkam, hat er direkt gezeigt, weil er den Spielaufbau beherrscht, weil er machen kann, weil er übernehmen kann. Heute ist er so ein bisschen in den ganzen Geschehen untergegangen. Aber stabilisiert die ganze Mannschaft. Also, ich finde, passt, wird besser. Ne? Ich denke mal, wenn im Winter noch ein Neuer dazukommt für die Abwehr, ich sehe immer noch, auch ein Heber wird es schwer haben in der Innenverteidigung. Ne? Der ist kopfballstark, aber Stellungsspiel ist nicht hundertprozentig, finde ich manchmal. Ne? Also die sind auf dem richtigen Weg und wenn es nicht stimmt, werden sie im Winter dann nochmal einen nachlegen. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil du siehst ja, was hier los ist. Du hast es gerade angesprochen, auch zu unter anderem der erste Sieg in der dritten Liga. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied heute gewesen im Vergleich zu den anderen Spielen? Du siehst am Ende, hast du heute genau wieder ein Quäntchen Glück gehabt. Ne, du machst gegen Ingolstadt, musst du eigentlich gewinnen. Du machst gegen Dortmund einen Torwartfehler, da brauchst du nie verlieren. Also könntest 6 Punkte mehr haben. Und heute hätte es genauso am Ende wieder klingeln können. Also es hat ein bisschen in der dritten Liga auch am Ende mit Glück zu tun. Ne, die kämpfen alle, da gibt dir keiner was geschenkt. Du musst fighten. Also es ist nicht die zweite Liga. Da wird spielerisch mehr gemacht. Hier ist mehr über Kampf. Ne, Robustheit. Also ich denke, die Roten, wenn die so weiterspielen, sind sie auf einem guten Weg. Sagst du, jetzt ist der Knoten geplatzt und dass wir jetzt genauso weiterspielen wie heute? Ich hoffe es. Ich hoffe auch, weil die auswärts mal anders agieren. Du musst das Spiel nicht immer machen. Du musst auch mal hinten stehen, die Bälle lang machen. Du hast 2 schnelle Stürmer. Du hast jetzt den von Hertha, der ist ein junger, schneller, großer Mann. Den kannst du auch mal reinschmeißen. Ne? Du musst nicht immer das Spiel machen. Du musst am Ende die Qualität nach vorne bringen. Das is it. Ne? Ich danke dir. Wir sind RWE! Yeah, baby!